Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das neue Brettspiel Heat. Wie ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Rennspiel. Schauen wir uns einmal die Rückseite an. 1 bis 6 Spieler, also auch Solo und schön in großen Gruppen. Ab 10 Jahre und ca. 60 Minuten. Worum geht's hier? Selbstverständlich um Rennen fahren. Wir haben insgesamt 2 Spielpläne, die sind doppelseitig. Und da habt ihr insgesamt 4 Strecken, USA, Frankreich, Großbritannien und Italien. Worum geht's hier? Wir müssen ein Rennen gewinnen. Das ist sozusagen das Grundspiel. Was wir aber auch noch haben ist Meisterschaften und Profiregeln. Hier in dem Video bekommt ihr wie immer die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf, kurz und knackig. Ganz wichtig, hier bekommt ihr die Grundspielregeln, so dass ihr direkt losspielen könnt. Die solltet ihr am besten 2-3 Mal spielen, so dass ihr dann auch gut drin seid. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr Step by Step euch die Profiregeln dazu bauen und dann auch später Meisterschaften fahren. Sucht ihr übrigens noch weitere Regelerklärungen, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier oben in der Infobox gibt es über 210 Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Abonniert mich gerne, denn einmal die Woche kommt eine neue Regelerklärung und so seid ihr perfekt für euren nächsten Spieleabend vorbereitet. Solltet ihr im Laufe des Videos irgendwelche Fragen haben oder später, dann ab unten in die Kommentare, ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's auf die Piste. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Wir legen einen beliebigen Spielplan auf den Tisch. Für das allererste Rennen empfiehlt das Spiel USA zu nehmen. Standardmäßig 2 Runden fahren, aber vielleicht für den Einstieg spielt ihr erstmal eine Runde, dann resettet ihr und dann spielt ihr 2 Runden. Jeder Spieler wählt eine Wagenfarbe. Ich habe mich für grün entschieden, nehme dann das Cockpit und mein Schaltknüppel. Der kommt schon auf die 1. Dann bekomme ich 12 Rennkarten in meiner Spielerfarbe, 3-mal von 1 bis 4. Und 3 Upgrades, das sind die mit den Pfeilen und auch in Spielerfarbe. Das sind die Upgrades für das Grundspiel. Später gibt es da noch weitere. Dann schauen wir auf den Spielplan, was hier abgedruckt ist. Hier ist nämlich immer Hitze und Stress abgedruckt. Dieser Spielplan gibt vor 6-mal Hitze und 3-mal Stress. Jeder Spieler legt jetzt sein Cockpit vor sich aus, nimmt die 12 Rennkarten, die 3 Upgrade-Karten und die 3 Stresskarten und mischt sie ordentlich zusammen und legt sie verdeckt auf seinen Rennstapel. Dann legt er die 6 Hitzekarten offen auf sein Motorfeld. Das ist hier in der Mitte. Die übrigen Stresskarten werden offen neben das Spielbrett gelegt. Stellt jetzt die Rennwagen in zufälliger Anordnung auf das Spielfeld. Jetzt zieht jeder Spieler 7 Karten von seinem Rennstapel und es kann losgehen. Jegliches Material, was jetzt noch über ist, bleibt im Kasten, denn es gehört zu den Profiregeln bzw. zur Meisterschaft. Kommen wir zum Spielablauf. Eine Partie Heat wird in Durchgängen gespielt. In jedem Durchgang führen immer alle folgende 4 Schritte aus. Nummer 1, schalten. Das ist das hier. Nummer 2, Karten spielen. Nummer 3, fahren. Und Nummer 9, Karten ziehen. Das erkennt man auch an diesem Symbol hier. Die übrigen Symbole 4 bis 8, das sind die hellen Symbole. Und diese werden nur situationsabhängig ausgeführt. Die Schritte 1 und 2, die einen goldenen Rand haben, die werden absolut gleichzeitig gespielt. Sprich, wir alle suchen uns einen Gang aus und wir alle spielen dann Karten. Wenn alle damit fertig sind, geht's weiter, führt der erstplatzierte Spieler Schritt 3 bis 9 aus. Wenn er das erledigt hat, kommt der zweitplatzierte, auch er 3 bis 9 und so weiter. Bis alle Wagen einmal 3 bis 9 durchgeführt haben. Dann ist der erste Durchgang beendet, dann kommt der zweite Durchgang, wieder mit Schritt 1 und 2 gleichzeitig. Und dann gehen wir wieder alle Rennwagen von 3 bis 9 durch. Und das machen wir so lange, bis alle Wagen das Rennen beendet haben. Wichtig, die Anzahl der Runden, die wir fahren müssen, ist immer auf dem Spielplan markiert. Kommen wir zur detaillierten Erklärung der 9 Schritte. Schritt Nummer 1, schalten. Du kannst einen Gang hochschalten oder wenn du schon hier bist, einen Gang runterschalten. Du musst nicht schalten. Du kannst aber auch 2 Gänge hochschalten, zum Beispiel von 1 auf 3, dann bekommst du aber eine Hitze. Das sieht man hier gut. Oder wenn du 2 Gänge runterschalten möchtest, bekommst du auch Hitze. Zum Thema Hitze erkläre ich gleich. Dann kommen wir zu Nummer 2, Kartenspiel. Dein eingelegter Gang gibt vor, wie viele Karten du spielen musst. Das ist nicht bis, sondern du musst sie spielen. Im ersten Gang 1, 2, 3 und 4 Karten. In diesem Schritt kannst du alle Arten von Karten, die du auf der Hand hast, spielen, außer Hitzekarten. Jetzt schaut jeder auf seine Handkarten und muss seinem Gang entsprechend
Handkarten ablegen. Ich muss jetzt zwei Karten verdeckt vor mir ablegen. Das machen wir ja alle gleichzeitig. Kommen wir noch zu einer kurzen Erklärung des Spielplans. Das hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung für die Kurve. Das ist die Kurvenlinie. Das ist ein Feld. Ein einzelnes ist eine Position. Die dicke weiße Linie, das ist die Leitlinie, die wechselt ab und an die Fahrbahnseite. Und dieses Zeichen hier ist für die Profi-Variante. Die könnt ihr erstmal ignorieren. Kommen wir jetzt zu Nummer 3, aufdecken und fahren. Drehe deine gespielten Karten um und zähle deine Geschwindigkeit zusammen. Falls du Stresskarten hast, das sind die hier, oder Upgrade-Karten, musst du gegebenenfalls den Wert bestimmen. Da kommen wir gleich zu. Die Summe deiner Geschwindigkeit ist dann deine Bewegung. Du bewegst dann deinen Rennwagen genauso viel Felder vor, wie deine Geschwindigkeit ist. Und stelle deinen Wagen immer auf die freie Position, die am nächsten an der Leitlinie ist. Also nicht hier hinstellen, sondern hier an der Leitlinie. Andere Wagen behindern deine Bewegung nicht, selbst wenn alle Positionen hier besetzt sind. Die einzige Ausnahme ist, wenn du voranschreitest, 1, 2, 3, 4, 5, und hier kein Platz ist, dann kommst du hier hin. Sollte auch dieser Platz belegt sein, dann kommst du leider dahinter. Kommen wir jetzt zu Stress. Zu Beginn deiner Partie hast du von diesen Karten 3 in deinem Rennstapel. Früher oder später wirst du also irgendwann so eine Karte ziehen bzw. sie ausspielen. Diese Karten stellen einen Augenblick dar, wo du gestresst bist und kurz deine Konzentration verlierst. Um diese Karten aus der Hand zu bekommen, musst du sie irgendwann ausspielen. Für jede dieser gespielten Karten erhöht sich deine Geschwindigkeit um einen zufälligen Faktor zwischen 1 und 4. Decke dazu die oberste Karte von deinem Rennstapel auf. Wenn diese Karte dieses Symbol zeigt, dann legst du sie zu deinen gespielten Karten. Macht sie aber nicht. Andernfalls legst du dann diese Karte, die nicht dieses Symbol hat, auf deinen Ablagestapel. Dann decken wir weiter auf. Auch hier nicht das Symbol, Ablagestapel. Jetzt haben wir eine Karte gezogen, die hat das Symbol, also legen wir diese Karte zu den gespielten Karten. Und jetzt wird die Geschwindigkeit addiert. Also habe ich jetzt eine Geschwindigkeit von 4. Dementsprechend 1, 2, 3, 4. Kommen wir jetzt zu Nummer 4, Adrenalin. Diesen Schritt führst du nur aus, falls du zu Beginn dieses Durchgangs bei 4 Spielern ganz hinten lag. Und wenn du zu 5 bist, sogar auch der Zweitletzte. Das Adrenalin gibt dir 2 Symbole. Einmal Geschwindigkeit plus 1 und einmal Kühlung plus 1. Diese beiden Symbole, die du dann bekommst, kannst du im nächsten Schritt Nummer 5 anwenden, um entweder deinen Motor zu kühlen und oder ein Feld weiterzufahren. Wenn du das machst, erhöht sich deine Geschwindigkeit um 1. Kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 5, reagieren. In diesem Schritt kannst du alle Symbole, die du bis jetzt in dem Durchgang bekommen hast, in beliebiger Reihenfolge anwenden. Hier im Grundspiel bekommst du nur die Symbole Kühlung, das ist einmal das blaue hier, oder Turbo und derjenige, der letzter bzw. vorletzter im 5- bis 6er Spiel ist, einen Schritt vorfahren. Die Kühlung bekommst du zum Beispiel über Adrenalin bzw. über den Gang, in dem du dich befindest. Handelt jedes Symbol einzeln und vollständig ab. Kommen wir jetzt zum Symbol Kühlung. Die Kühlung ist wichtig, denn damit bekommst du die Hitzekarten aus deiner Hand zurück hier auf das Motorfeld. Die Zahl im Kühlsymbol gibt an, wie viel Hitzekarten du so zurücklegen kannst. Ich habe kein Adrenalin, weil ich gerade nicht der Letzte war. Jetzt habe ich nur das Symbol von der Kühlung und darf jetzt eine Hitze hier auf das Motorfeld abwerfen. Damit ist mein Zug 5 durch. Der grüne Spieler war am Anfang des Durchgangs nicht der Letztplatzierte, also darf er jetzt wegen Adrenalin keinen Schritt vorfahren. Wenn dann der Spieler am Zug ist, der im Durchgang ganz hinten gestartet ist, der darf, wenn er möchte, durch Adrenalin seine Geschwindigkeit erhöhen und dadurch noch ein Feld vorfahren. Wichtig, du erhöhst dann auch deine Gesamtgeschwindigkeit, das ist später wichtig bei den Kurven. Da kommen wir aber nochmal hin. Kommen wir jetzt zum Turbo. Einmal pro Durchgang darfst du ein Turbo aktivieren. Egal in welchem Gang du dich befindest, das ist dieses Symbol. Plus, plus, plus. Gibt es in jedem Gang. Wichtig, dabei entsteht aber Hitze 1. Das bedeutet, dass du wieder eine Hitzekarte auf deinen Ablagestapel legen musst. Der Turbo gibt dir dann ein Plus-Symbol und dann handelst du das Plus-Symbol so ab, wie bei einer Stresskarte, das habe ich euch ja schon gezeigt. Wichtig, der Turbo erhöht auch deine Geschwindigkeit, was dann wieder in Kurven problematisch ist. Kommen wir jetzt zu Nummer 6, Windschatten. Diesen Schritt führst du nur aus, falls du dich genau jetzt zu diesem Zeitpunkt entweder hinter einem anderen Auto befindest oder neben einem anderen Auto. Windschatten ist eine Option, die du ausnutzen kannst, du musst aber nicht. Dafür fährst du genau 2 Felder weiter. Du kannst den Windschatten nur einmal pro Durchgang nutzen, sprich,
Der Rote würde hierhin fahren und dürfte jetzt nicht noch einmal Windschatten benutzen. Kommen wir wieder zum Durchgang des Grünen. Beim Grünen wäre das so, überholen und wieder vorne einordnen. Ganz wichtig, die Option Windschatten, wenn du sie nutzt, erhöht deine Geschwindigkeit nicht. Dann kommen wir weiter zu meinem Zug Nummer 7. Diesen Schritt führst du nur aus, wenn du in diesem Durchgang eine Kurvenlinie überfahren hast. Falls der grüne Spieler in diesem Durchgang eine Kurvenlinie überquert hat, musst du jetzt deine Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit der Kurve vergleichen. Also bei der Berechnung meiner Geschwindigkeit, ich hatte ja 2 plus 2 und die Kurvengeschwindigkeit ist 3. Adrenalin hatte ich nicht, also bleibe ich bei 4 und die Differenz 4 zu 3 ist 1. Der Windschatten zählt ja nicht zur Geschwindigkeit dazu. Ist deine Geschwindigkeit in dem Durchgang höchstens so hoch wie die Kurve, also 3, dann würde nichts passieren. Ich bin aber höher, 4 zu 3, macht also eine Hitze und sie kommt vom Motorblock hier auf den Ablagestapel. Falls du in einem Durchgang mehrere Kurven durchfährst, musst du jede einzelne überprüfen und für jede einzelne Hitze in Kauf nehmen. Kommen wir jetzt zum Schleudern und einem Beispiel. Falls du weniger Hitzekarten auf deinem Motorfeld hast, als Hitze bei dir entsteht, die du dann ja vom Motorblock auf den Ablagestapel legen musst, dann gerätst du ins Schleudern. Ein Beispiel, ich habe Geschwindigkeit 5, 1, 2, 3, 4, 5. Die erlaubte Geschwindigkeit war 3, ich bin jetzt 2 drüber, also muss ich 2 Hitzekarten vom Motorblock hier auf den Ablagestapel legen. Das kann ich nicht, also gerate ich jetzt ins Schleudern und muss diesen Bereich abarbeiten. Jetzt musst du deinen Rennwagen auf das erste freie Feld vor der Kurve stellen, an der du ins Schleudern geraten bist, also hierhin. Vor der Kurve. Jetzt schauen wir hier, sind wir in Gang 1 oder 2, bekommen wir eine Stresskarte auf die Hand. Sind wir in Gang 3 oder 4, würden wir sogar 2 Stresskarten auf die Hand bekommen. Und halten wir in den ersten Gang. Ihr merkt, ins Schleudern zu kommen ist echt Mist, passt also bei den Kurvengeschwindigkeiten auf. Kommen wir jetzt zu 8, abwerfen. Karten, die du auf der Hand gerade nicht haben willst, darfst du jetzt abwerfen. Lege sie dazu auf deinen Ablagestapel. Wichtig, dein Ablagestapel darfst du oder andere nicht durchsuchen und Stresskarten und Hitzekarten können nie abgeworfen werden. Darum auch hier oben das Symbol. Tonne durchgestrichen ist selbstverständlich beim Abwerfen verboten. Ich entscheide mich, die 1 abzuwerfen. Kommen wir jetzt zu 9, nachziehen. Nimm jetzt alle gespielten Karten und lege sie offen auf deinen Ablagestapel. Ziehe jetzt deine Handkarten auf 7 auf. Jetzt ist der grüne Rennwagen fertig und der nächste Rennwagen führt jetzt Schritt 3 bis 9 aus. Das machen wir so lange, bis jeder Rennwagen in diesem Durchgang einmal gefahren ist. Dann starten wir alle einen neuen Durchgang und starten gemeinsam mit Schritt 1 und 2 gleichzeitig. Dann geht es wieder in Spielerreihenfolge, die Schritte 3 bis 9 abzuarbeiten. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt dein Rennstapel leer sein, dann mischst du deinen Ablagestapel und legst ihn verdeckt als neuen Rennstapel bereit. Dann ziehst du die restlichen Karten. Kommen wir jetzt nochmal zu einer Übersicht zu den Hitzekarten. Hitze entsteht, wenn du zum Beispiel einen Turbo benutzt. Oder wenn du gleich zwei Gänge gleichzeitig hoch oder runter schaltest. Oder wenn du zu schnell um eine Kurve rast. Immer wenn Hitze entsteht, musst du pro Hitze eine Hitzekarte vom Motorstapel zum Ablagestapel legen. Werden ja später in dein Renndeck gemischt und kommen dann irgendwann auf die Hand. Die einzige Möglichkeit, dann diese Hitzekarten von deiner Hand loszuwerden, weil du darfst sie ja nicht abschmeißen, ist Kühlung. Kühlung bekommst du hier in Gang 1 oder 2 oder wenn du an der letzten Position bist und Adrenalin bekommst. Wenn du zu viele Hitzekarten auf der Hand hast, ist es ultra unpraktisch. Sie verringern sozusagen dein Handkartenlimit, denn sie müllen deine Hand voll. Solltest du zum Beispiel einen Turbo anwenden wollen und es liegt keine Hitzekarte mehr hier auf dem Motorfeld, dann kannst du diese Option nicht nutzen. Und überschreitest du in den Kurven die Geschwindigkeit und musst Hitzekarten auf den Ablagestapel legen und der Motorstapel ist leer, dann gerätst du ins Schleudern. Das habe ich ja auch erklärt. Zu wenig spielbare Karten auf der Hand. Sollte es einmal wirklich dazu kommen, dass du zum Beispiel in Gang 2 bist und 2 Karten dann spielen musst, aber nur Hitzekarten auf der Hand hast und somit nur eine Karte spielen kannst, dann darfst du ausnahmsweise eine Hitzekarte spielen als zweite Karte, die du ja legen musst. In diesem Durchgang bewegt sich dann aber dein Rennwagen gar nicht. Dann ist dein Wagen überhitzt, du musst sofort in den ersten Gang schalten und du überspringst Schritt 3 bis 8
und ziehst dann nur neue Karten auf. Und die Karten kommen auf den Ablagestapel. Kommen wir jetzt zum Spielende. Auf jedem Spielplan steht, wie viele Runden du auf dieser Strecke fährst. Wer nach dieser Rundenanzahl zuerst die Ziellinie überquert, gewinnt das Spiel. Wenn im selben Durchgang mehrere Wagen, in unserem Fall 3, ins Ziel fahren, gewinnt derjenige, der am weitesten vorne liegt, rot. Bei Gleichstand, zum Beispiel hier, zählt die dicke Linie. Ganz wichtig, es ist nicht möglich, die Ziellinie zu überfahren, indem du den Windschatten ausnutzt. Darum auch hier das Symbol. Hinter der Ziellinie darfst du den Windschatten auch nicht mehr ausnutzen. Und du darfst die Geschwindigkeitsbegrenzung, sollte hinter der Ziellinie eine Kurve sein, total ignorieren. Am Ende eines Durchgangs stellt ihr dann alle Rennwagen, die durchs Ziel gefahren sind, auf die entsprechenden Felder dieser Tabelle. Jetzt könntet ihr aufhören oder weiterspielen, bis alle Wagen ins Ziel eingefahren sind. So, das war die Regelerklärung zu Heat. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr jetzt oder später irgendwelche Fragen? Ab unten in die Kommentare. Euer Robert.